Aber die Remeria holen wir jetzt mit auf jeden Fall. Das wollte ich auch noch aufmachen, ganz schnell. Winter Warm-Up Pack. Vielleicht kommt ja hier jetzt ein dicker Walkout. Das würde mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Come on, man. Digga, nix. Oder ist ein Walkout? Der, ne? Reus wenigstens. Havertz. Ja, perfekt. 84 garantiert, 84 kriege ich. Perfekt, EA. Okay, wir sind dann. Die Maria ist fertig. Die Maria Angel. Der hat auch verdient, die Karte. Der hat richtig gut gespielt heute, Chat. Fand ich sogar mit einer besten Argentinier, als er noch auf dem Platz war. Der war richtig gut heute. Angel Di Maria. Genau. Alright. Di Maria. Guter Mann. Gutes Spiel gemacht. Hat Koundé heute richtig auseinandergenommen. Hat auch die Karte verdient, würde ich sagen. Verdiente Karte, Mann. Okay, Chat. Gehen wir erstmal in die Wiki League rein, machen die Spiele zu Ende, damit ich ein bisschen Futter habe, weil ich habe nichts mehr im Verein. Ich habe gerade eben den guten, wie ihr seht hier ist im Hintergrund, den guten Di Maria aus dem Verein gemacht, beziehungsweise ich musste 80.000 bezahlen. Ich habe jetzt nichts mehr im Verein. Machen den Icon Pick oder Icon Pack nach der WL. Gucken wir, ob wir Roulette machen oder nicht. Wir haben das Team jetzt erstmal gebaut. Ist nicht das beste Team, aber ich bin ehrlich, ich will eh nur 11 Siege erstmal holen. Wenn 14 rauskommen, auch gut. Wir haben den neuen Pavard drin, den habe ich mir jetzt erspielt. Sieht ganz gut aus. Hätte ich jetzt Upamecano mitgenommen, hätte ich mir den hier spielen können, aber Frankreich hat ja eh verloren, deswegen spielen wir erstmal Plonk da. Wenn Plonk nicht abgeht, habe ich immer noch den neuen Upgrade in Romero. Ja, mit 1 plus Upgrade plus nur mit Trades hier, so mit Powerkopfball und so, Grätschen. Kann ich locker den einwechseln in der Halbzeit oder sogar vorher. Kannst du den wahrscheinlich auch auswechseln für TS in der Halbzeit oder vorher. Da haben wir die beiden Franzosen, Mittelfeldspieler, die ich schon mal gezogen habe, sehr nice, mit Petit und Zidane. Wir haben Griezmann dazu geholt, ist jetzt ganz gut getroppt eigentlich, glaube von 1, noch was Millionen auf 770.000, Doppel 5. Ja, ich spiele heute mal, mal gucken, wie gut er ist auf der 10. Im Doppelsturm haben wir wieder die beiden, das Traumduo, die zwei Pacer und da haben wir auch die Maria, der gerade eben rausgekommen ist, um, keine Ahnung, 9 Uhr oder so. Sieht sehr nice aus, kostet um die 110.000, also wirklich geiles Set, ich glaube, ein fairer Preis auch und ja, ich hätte gerne heute Messi gespielt, wäre jetzt passend gewesen, aber ich habe leider keine Coins für ihn. Selbst die Knockout-Karte wäre zu teuer gewesen, außer ich hätte A-Train verkauft, deswegen, ja, spielen wir nächstes Mal Messi, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Moruaso ist der erste Gegner Barca-Fan. Sag mal ein Team. Oh mein Gott, das sieht ja gar nicht gut aus. Das sieht ja richtig. Das sieht ja richtig krass aus, Bruder. Gönnt der? Ich muss Druck nach Fehler, glaube ich, rausnehmen. Ja, ich muss Safe-Druck nach Fehler rausnehmen. Digga, guck mal, meine Spieler sind zu langsam, um das aufzuholen. Digga, das ist die Vodafone Connection, Chat. Ich schwör, das ist die Vodafone Connection, Alter. Wie macht er das? How, man? Man, schlecht spielt er auch nicht. Da muss ich sagen, ich spiele auch gut, der Gegner. Was soll ich machen? Chat. Look, guck mal, wie viel Platz er hat. Guck mal, wie viel Platz er hat. Er kann machen, was er will. Guck! Er kann machen, was er will. Hallo? Hallo? Bist du noch online? Ja, Internet auch noch weg. Ja. Brauche ich ja gar nicht mehr spielen, Alter. Ja, das Internet in Deutschland ist Katastrophe, Alter. Okay, Reutox FG. Ja, gerade eben, Jungs, verdienen jetzt, ein Video sehen oder so. Disconnect bekommen. Wir hätten das Spiel so oder so verloren, aber ich bleib dabei. Hätte ich vernünftige Connection gehabt, hätte ich das Spiel wahrscheinlich enger gestalten können als eben. Aber ja, schauen wir mal. Griezmann, Antoine Griezmann! Das Glück, nice. I need a dead. Fanta Team, guck mir mal sein Team an. Ja, das ist ein Plonk, hat er auch Schwachstelle. Messi, Marquise, Rabiot und den neuen Butra. Okay, let's go, my friend.
Digga, es ist alles zu langsam, Mann. Guck mal, wie langsam. Och, Mann. Ich kann nicht. Guck mal, wo sind meine Spieler? Ich habe sogar Stürmer nach hinten gegeben. Kommt doch bitte nach hinten. Ey, kommt doch bitte nach hinten. Ey, wieder Internetabbruch. Ist mein Internet wieder weg? Wieder disconnect. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr, Chat. Das war's, Jungs. Ich kann nicht mehr. Wieder ein Disconnect. Ich hab wieder ein Disconnect, Alter. Jo, Freunde. Ja, es ist 5.30 Uhr. Ich hab gefühlt, ja, über 5 Stunden gewartet. Das Internet geht immer noch nicht. Ich muss jetzt über den Hotspot rein. Ich hab schon 2 Disconnects bekommen, wo ich eh schon zweimal hinten lag. Aber ich bleib dabei. Ich glaube, das Game war komplett Müll, weil das Internet eh schon schwach war. Ich gehe jetzt über den Hotspot rein, das wird wahrscheinlich auch nicht viel besser sein. Ich werde da wahrscheinlich ab und zu Speedlags bekommen und ja, ob das gut ist, weiß ich auch nicht. 9-4, machen wir das Beste draus, vielleicht holen wir noch die 11 Siege oder ja, wenn mehr drin ist, ist mehr drin. 7 Spiele um 5.30 Uhr, wie in den guten alten Zeiten, da habe ich auch die Spiele offstream aufgenommen. Mit dem Team, ich guck mal, je nachdem müssen wir vielleicht einen oder anderen hier rausholen, weil ja, Blanc scheint schon ziemlich schwach zu sein, Pavard auch. Ja, die anderen sind aber gut, da würde ich sagen, komm, gucken wir, was wir noch reißen können, let's go. Gucken wir mal, Mendoza ist der erste Gegner. Hoffentlich kein Schwitzer, wenn wir Glück haben, aber das geht's, glaube ich, sogar noch. Neymar, Rot, Mbappé, okay, es ist doch ein krasses Team mit Griezmann. Ja, der Gegner spielt sehr passiv, muss man sagen. Hier ist die Lücke, nochmal zurückziehen. Da ist Ronaldo, nochmal abdrehen und rein damit, let's go. Das war eigentlich nicht so gewollt. Ich wollte eigentlich Ronaldo anspielen, aber dieses Tor nehme ich natürlich auch mit. Maria schicken. Guter Ball. A-Train lupft ihn. Das 3-0. Da könnte er theoretisch auch über, nach einem Crit überlegen. Es ist 4-0. Ronaldo ist so stark, so viel Pace. Griezmann nochmal, wenn er Bock hat, und er, Griezmann hat Bock, 5-0, da kann man wirklich langsam über den Quint nachdenken, 5 Tore in einer Halbzeit, okay, erstes Spiel haben wir easy gewonnen, zweite Halbzeit ist nicht viel passiert, Ulginho ist der nächste Gegner, ein Sieg bräuchte man eigentlich noch für ein Minimalziel, schauen wir mal, das Team sieht, boah, das sieht gut aus, sieht sehr gut aus, guck mal, was wir mal machen können, let's go. Schwierig zu verteidigen, das Gameplay ist jetzt nicht viel anders, ist auch wieder heavy, heavy, heavy. Und da ist er, L2-Schuss von Cristiano Ronaldo. Na, so einfach, ich hab mal weggezogen. Der war für A-Train gedacht, oh, Glück gehabt. Elfmeter, das ist eigentlich auch rot, Digga, eigentlich ist es rot. Wenn du so eine Torschance kaputt machst, Alter, ist es rot eigentlich, wenn du so eine Torschance kaputt machst. Komm, Griezmann. Oh, wie schwach war der geschossen. Ach, du Scheiße, Alter. Also wirklich, es ist traurig, Alter. Das muss eigentlich, muss ein Cut drin lassen, dieses Video, dieses Spiel. Es ist so traurig. Guck dir an, was da für ein Zeitspiel praktiziert wird, ey. Digga, das ist so traurig, Alter. Was ist aus FIFA geworden, Mann? Alter, wirklich, das ist traurig, wie man die Spiele verliert jetzt wieder, Alter. Ich reg mich jetzt nicht auf, weil es eh egal ist, aber... Okay, nächster Gegner, Delay United. Oh, hat Opa Mikano gemacht. Die Maria hat er gemacht. Ein cooles Team auf jeden Fall. Mal ein Team, das Spieler, die man nicht so oft sieht. Cristiano Ronaldo. Wahnsinn, dieser Cristiano Ronaldo. Wirklich Wahnsinn. Ich finde ihn richtig krass, diesen Flashback Ronaldo. Digga, ich kann mal, ich stehe da, ich kann nichts machen. Es ist. Digga, warum läufst du denn so, Ronaldo?
Glück gehabt, weil ich halt Pressing und schneller Aufbau und alles drin habe. Ich habe alles reingemacht, Alter. Let's go, Alter. Feuer frei. Fucking vorbei, Alter. Junge, diese Leute, die so eher nervig sind, ist ja Wahnsinn, ey. Okay, nächster Gegner. Romain Tada. Okay, Tada. Sag mal dein Team. Wir gehen entspannt an. Team sieht ja solide aus, aber machbar. Oh nein, genau jetzt kann ich kein Speed-Up-Lag gebrauchen. Aber ist trotzdem drin. Mit den 4 Sternen Weak voll stark. Ich glaube, das quittet sogar. Bisschen Glück gehabt. Okay, nächster Gegner, Bratata. Also ganz, ganz verrückte Namen, gerade die wir hier morgens treffen. Okay, Team sieht jetzt auch wieder nicht so krass aus. Vielleicht stark die Maria. Wunderschön gemacht. Geil gemacht von die Maria da. Das war schwach. Digga. Die Maria wieder. Oh mein Gott, die Maria ist so gut, Mann. Nee, nee, das ist so unfair. Ja, danke, Mann. Also das ist wirklich, ey, alle drei Tore waren einfach komplett Müll und Glück. Also das ist der... Der Anschlussback hat geklappt. Jetzt muss ich nur das Tor machen. Let's go. Okay, nächster Gegner, Drumcode, könnte schon unser 14. Sieg sein. Hatten wir so einen guten Run. Oh, das Team sieht richtig krass aus, okay. Das ist Katastrophe gerade. Ja, so gutes Gameplay der Gegner, man merkt das. Der Gegner hat richtig gutes Gameplay, ey. Der kann sich hin und her bewegen. Ronaldo, was ein Strahl. Jawohl, 2-2, Griezmann, bisschen Glück. Digga, oh komm schon, Mann, ey. Wahnsinn, ey, da kämpfe ich mich nochmal zurück und nochmal zurück, komm, ey. Komm, Mann, wer war das? Die Maria, Bruder. Nein, das ist wirklich diese Bounces, Digga. 2 Bounce-Tore wieder, Jonida Sakin, der stand da und hat... Gut. Finalspiel gegen Baby Eyes. Gutes Team. Griezmann, danke, Mann. Ich glaube, der geht auch. Ja, noch ein Happy End, in Anführungsstrichen. 14 Sieger als Happy End, so bezeichnen auch schon traurig. Hey Chat, ich bin jetzt wieder on Stream. Im Video, ja, werdet ihr keinen Unterschied sehen, aber ich habe ja gestern offline das gespielt. 14 Siege noch geholt, bin eigentlich zufrieden. Wenn ihr gesehen habt, wir hatten viel Speed-Up-Lags gehabt. Gameplay an sich war sogar ein bisschen besser. Keine Ahnung, aber Speed-Up-Lags hat mich schon ein bisschen genervt. So, wir haben dieses Team gespielt und Pavard. Am Anfang waren die richtig schlecht, die ersten, in den ersten 3 Spielen on-stream, wo das noch geklappt hat, das Internet. Aber ich habe euch gesagt, auch gestern im
bei den Spielen, bei den anderen Spielen, das lag an dem Gameplay. Pavard war solide im Großen und Ganzen. Ich finde ihn nicht schlecht, aber jetzt kommt das Aber, ich bin nicht auf Elite-Level-Stufen. So ein Van Dijk, nennen wir die anderen krassen Karten, finde ich besser. Das ist, ich würde ihn 1 unter Elite-Stufen, man kann mit ihm spielen, aber ich glaube, für die wichtigen Spiele würde ich ihn nicht mitnehmen, weil er ist schon gut, aber er macht mir trotzdem irgendwie zu viele Faxen da hinten. Tackelt, dann geht der Ball irgendwie wieder zum Gegner, tackelt, dann geht er irgendwie durch die Beine. Also ein paar Sachen sind mir da aufgefallen, die mir nicht so gut gefallen haben. Plonk fand ich hingegen noch schlechter. Also ich habe ihn schon verkauft jetzt. Ich fand ihn noch schlechter als Pavard, weil er einfach noch unbeweglicher, noch langsamer ist als Pavard. Plus diese komischen Faxen macht er. Den habe ich auch in der Halbzeit immer für den guten Romero ausgewechselt. Ich finde, der ist mit einer besten, die ich untradet habe an IVs. Der ist wirklich richtig krass geworden. Unabhängig von dem Doppel 5 ist er richtig gut geworden, finde ich. Ja, sehr schnell, sehr beweglich, gutes Tackling. Also Plonk kann ich auch nicht empfehlen für den Preis, bin ich ehrlich. Dann haben wir Griezmann. War solide, aber ja, für mich nicht den Preis wert. Der kostet, glaube ich, jetzt 750.000. Adrian kostet weniger als er und der kann ja keine Upgrades mehr bekommen. Doppel 5 ist nice, aber jetzt kommt das Aber. Den kannst du auf der 10 spielen, aber wenn du mal zum Beispiel, das ist mir aufgefallen gestern, in den Laufduellen schickst, dann schafft er es nicht zu gewinnen, das Laufduell. Ein Adrian, ein Ronaldo gewinnt das Laufduell, weil die entweder den Körper haben und das Pace oder nur das Pace haben. Er hat keinen Pace und er hat keinen Körper. Das ist schon ein bisschen ein Handicap, wenn man sich ja selber diese Option nimmt. Man sieht, oh, hier ist eine Lücke, ich könnte einen Griezmann schicken. Ja, aber er schafft es einfach nicht. Ja, er wird einfach weggebullied. Ansonsten fand ich ihn nicht schlecht. Ja, er lässt sich gut bewegen. Pace ist jetzt auch nicht so schlecht, wie es dargestellt, aber es ist halt kein Adrian, kein Ronaldo-Pace. Ja, passen war gut. Schießen mit linken Fuß war in Ordnung, auch mit dem rechten war okay. Aber ja, für mich wieder nicht den Preis wert. Gute Karte, aber zu teuer. Und die Maria, ja, würde ich sagen, ist ein fairer Preis. Ist halt ein bisschen anderes Spielstil als Ribéry. Der ist ein bisschen größer, vielleicht ein Ticken schneller und ein bisschen besseren Körper vielleicht als Ribéry. Und ich muss sagen, auch sein Weakfoot hat sich sehr gut angefühlt. Hab viele Tore, auch einige Tore mit rechts gemacht. Aber auch nicht alle, muss man sagen. Man merkt, dass es ein 4-Sterne Weakfoot nur ist. Wenn man Bock hat, kann man den mitnehmen. Wenn man einen Ribéry hat, bin ich ehrlich, muss man den mitnehmen? Nee, eigentlich nicht. Also wenn du schon jemanden hast auf LF, weil der kann leider auch nur LM und LF spielen. Und wenn du einen Ribéry hast, der kann auch nur LM und LF spielen. Dann muss man nicht unbedingt den mitnehmen, weil, ja, ich würde sagen, er ist nice. Aber, ja, ist er besser als Ribéry. Ist halt ein anderer Spieler als Ribéry, ne? Ich würde die jetzt nicht fast auf denselben Level, würde ich die vielleicht stellen, aber ist ein fairer Preis für 120k, wenn man noch kein LF, LM hat, kann man ihn mitnehmen. Ich fand ihn sehr nice. Wieder hat sich auch einigermaßen schnell angefühlt. Und für die Karte, ja, kann man den Preis mal bezahlen. Wieder ist er günstig. Nur wenn du halt schon einen LM und einen LF hast, der gut ist, dann brauchst du, glaube ich, nicht den holen, weil, ja, der wird den wahrscheinlich nicht ersetzen. Gut, okay, geh mal rein, Chat. 2, 1, let's go. Jesus Christ. Ja, nicht so gut bis jetzt. Komm mal, wenigstens ein Walkout. Digga, das kann doch jetzt nicht wahr sein, Mann. Neymar! Haha! Take it! Alles gut. Ich weiß, er ist nicht mehr so viel wert, Chat. Aber ey, Neymar, nimm ich an, Trade. Endlich! 100k! I take it, fucking Neymar. 100k. Gehen wir mit einem 100er erstmal rein. Das ist ein Walkout, glaube ich. Bin aber nicht sicher. Das ist Toni Kroos, glaube ich, ne? Ja, immerhin. Ah, immerhin, aber es ist nicht die Welt, sind wir ehrlich. Boah, ist richtig Müll, das Pack. 30k. Okay, komm, 125er. Special it. Oh mein Gott. Was sehe ich hier für eine Scheiße, Mann? Wofür spielt man diese scheiß Rotz-League? Klar, ich habe Neymar gezogen, aber 3, 2, 1. Keylor Navas wenigstens, okay. Wenigstens Walkout. Hätte auch viel schlimmer sein können, bin ich ehrlich. Okay. Zweite. Das ist ein Walkout, ne? De Bruyne? Ja, nice. Das ist sehr nice. De Bruyne 91 Rating, Alter. Spart mir richtig viel bei der SBC jetzt. Kommt jetzt noch eine Special-Karte vielleicht, ey? Ne. Ist das ein Walkout? Toni Kroos? Okay, nehme ich. Schmeckt. Und nochmal ein Trade hinterher. 3 Walkouts waren da drin. Schmeckt. Ja, geh jetzt gleich beim Job, geh ich rein. Komm jetzt! Nein!
Das ist einfach Pogba, Alter. Was eine Scheiße, Alter. Mach die Scheiße aus, Alter. So was Normales. Okay, gib mir rein. Wir machen Alkohol-Roulette, würde ich sagen. Komm, Alkohol-Roulette zum Abschluss. Mittleres FIFA World Cup 88 Plus. Okay, let's go. 3, 2, 1. Let's go. Okay, haben wir es nicht gesehen? Man hat nichts gesehen. Okay, wir gehen rein. Fangen wir wieder an mit dem Roulette. Fangen wir hinten an. Wir gehen rein. Wir fangen mit Tschechische Republik. Netwet oder Tschech, bitte nicht. Das ist nicht perfekt. Jawohl, ich hab nur der World Cup. Okay, wir sind durch. Top 9 wieder, oder? Ja, fangen wir mit Argentinien an. Der Argentinien ist eh Müll. Oh mein Gott, da ist so viel Müll drin. Wenn jetzt was kommt, ist vorbei. Boah, bitte nicht. Ohoho, die Leihkarte, beste. England würde ich sagen als nächstes. England, gibt's einen guten? Bist der beste Engländer-Chat? Ferdinand, ne? Am besten gar keinen von den Engländern. Glück. Boah, hier ist glaube ich nur Müll. Oh mein Gott, diese Leihkarten, ne? Oh, bitte nicht. Oh mein Gott, okay. Okay, Spanien als nächstes, sagt ihr. Gehen wir Spanien als nächstes. Oh, Puyol. Boah, nicht so Bock auf Puyol. Boah, Puyol hab ich nicht so Bock. Boah. Alonso und keine Ahnung wen. Boah, Butra will ich nehmen. Butra Optimus World Cup will ich nehmen. Würde ich mit Kusshand nehmen. Ah, Torres. Deutschland als nächstes. Wen gibt's denn hier als Verteidiger, als Mittel? Gar nichts, ne? Gibt's glaube ich keinen, ne? Okay, jetzt könnt ihr Mittel Matthäus, Mittel Lahm kommen. Und hier kann jetzt Klose kommen. Oder Gerd Müller. Ja, es ist kein Deutschland. Alle Klose, Klose, Klose. Wo ist euer Klose? Shut your fucking mouth. Kein Klose. Italien als nächstes. Oh. Fangen wir vorne an. Wer ist da? Ja, diese ganzen Schrottkarten, Vieri und so, ne? Oh, bitte nicht, bitte nicht! Ja? Wer ist da, Chat? Pirlo und... Oh, das sind so viele Pirlo. Baccio, nein, Baccio kann auch sein! Wer ist andere Meckes? Gattuso. Nein, bitte nicht, er kommt Baccio, ne? Oh, Leihkarte! Okay, Maldini, Cannavaro. Maldini, Cannavaro. Ja. Gib mir Maldini dann, von mir aus. Muss nicht. Italien out. Ja, ich mach Frankreich als nächstes, weil ich habe schon Zidane gezogen. Zidane wäre auch gut. Würde ich auch mitnehmen, Mittel- oder World Cup. Aber Henri, ne? Henri, Trissigee. Ist es nicht. Plonk und... Das kann nur Plonk sein. Plonk, Leihkarte, Leihkarte. Okay, oh jetzt. Petit habe ich schon, kann es nicht sein. Zidane könnte kommen jetzt, World Cup oder Mittel. Vieira, oh bitte gib mir Vieira. Okay, wir gehen rein. Warte, ich gehe einzeln rein. Ah ne, scheiß drauf, ich gehe rein, komm. 3, 2, 1. Warte mal, den habe ich schon gehabt, ne? Den habe ich schon, der kann auch gar nicht sein. Frankreich ist es nicht. Ich gehe Portugal, Portugal. Ich glaube, gibt's keinen Verteidiger, oder? Gibt's keinen Verteidiger. Ne. Bitte nicht Rui Costa, bitte nicht Rui Costa. Oder Deco kann auch noch sein. Ja! Oh mein Gott, bitte! Eusebio, one time! Ich kann Mittel- oder World Cup! Gib mir den mittleren Eusebio, one time! Top 2! Oh mein Gott! Niederlande oder Brasilien, Top 2! Oh, bitte, ich mach meinen Verteidiger erstmal weg. Nix, okay. Mittelfeld. Ah, Tort gibt's auch noch. Oh, ich bin ehrlich, ich würde ihn sogar nehmen, den Van der Sar. Ich würde Van der Sar sogar nehmen jetzt. Gib mir Van der Sar. Ist es kein Van der Sar? Seedorf kann kommen. Rullitz kann kommen. Das wäre geistesgestört. Das war's, glaube ich, nicht, ne? Kömen. Kömen ist, glaube ich, Innenverteidiger, ne? Oh mein Gott. Digga! Kreuz, bitte! Kein Van Nistelrooy! Einmal Kreuz! Bitte kein Van Nistelrooy und kein Kluivert! Einmal Mittelkreuz! Nur den mittleren!
Oh mein Gott! Seid ihr ready? Nein, bitte! Warte! Ah! Leihkarte! Brasilien! Es kann nur Brasilien sein! Ich mach alle Positionen einzeln jetzt. Ich mach alle Positionen einzeln. Cafu kann's auch sein, ne? Cafu kann's auch sein jetzt. Ich mach alle Positionen einzeln jetzt, ja. Ist eh die letzte Nation. Cafu? Ist es nicht. Wer kann das sein? Carlos Alberto, ne? Würde ich nehmen. Carlos Alberto wäre ein nice Mittel. Ist es nicht. Ja, es ist Carlos. Ich gehe erstmal weiter, Chat. ZM, wer kann das sein? Gar nichts, ne? Digga, bitte nicht. Brech mich jetzt nicht mit Sokrates oder Kaka. Oh mein Gott! Es ist Carlos! Pelé oder R9 oder was? Es kann nur Pelé oder Carlos oder R9 sein. Ich guck mal, ob es Garrincha ist. Komm, ich guck, ob es Garrincha ist. Und Jacinho, bitte. Es ist kein Jacinho, es ist kein Dings. Es ist kein Jacinho und kein Garrincha. Also es ist entweder Pelé, R9 oder Robert Carlos. Es ist Robert Carlos. Es must be Robert Carlos. Niemals geben die mehr ein R9. Was? Warum hab ich einen Fehler gemacht? Es war etwas! Warte, Chat, hab ich einen Fehler gemacht? Nein! No, warte mal! Hab ich einen Fehler gemacht oder nicht? Ach, Rivaldo kann auch MS sein? Kann Rivaldo auch MS sein? Nein, also ist es Rivaldo? R9 oder Pelé? Nein! Nein, ey, bitte nicht, ich bin so nah dran. Egal welche Version, egal wen, nur nicht Rivaldo, bitte Pelé oder R9. Der hier? Welcher ist das? Der hier? Ist es der hier oder wer ist das, Chat? Ist das der Rivaldo? 90er oder welcher ist das? Der 90er, okay. Bitte nicht! So weit gekommen! 3, 2, 1. Ey, es gibt es nicht. Ey, ich bin so weit gekommen, Alter. Es ist wirklich Rivaldo, der Letzte, der noch... Alter, ich schwöre auf mein Leben. Das ist der allerletzte, der weg muss. Es ist fucking Rivaldo.